Hallo und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Eine sehr ungewöhnliche Sendezeit von mir, aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute auch mal am Sonntag bei euch und mit euch live sein kann. Heute mit einem meiner Lieblingsthemen, immer wenn die liebe Miriam Dornemann bei mir ist. Mit einem Procreate-Thema freue ich mich besonders. Und nachdem einige von euch gerne mehr über mehrfarbige Dateienerstellung mit Procreate wissen wollten, haben die Miriam und ich uns natürlich wieder zusammengetan. Und jetzt schaue ich nur und sehe auch schon die Ersten, die dabei sind. Die liebe Monika, dich grüße ich ganz besonders. Und natürlich alle, aber mit der Monika verbindet mich da gerade eine sehr schöne Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass sie heute dabei sein kann. Und grüße euch von Herzen. Ich würde auch sagen, ich hole auch gleich die Miriam dazu, dass wir gleich komplett sind und die Miriam uns erklären kann, was sie genau mit uns heute vorbereitet hat. Es gibt ja auch noch eine Gewinnverkündung für alle, die dabei waren. Auf Instagram hat Miriam ein Gewinnspiel gehabt und ich würde sagen, wir holen sie dazu. Ich sage nur noch, wie immer, wenn ihr Fragen, es bleibt natürlich aufgezeichnet, ihr könnt es auch im Nachhinein anschauen. Wenn ihr Fragen habt während der Sendung, ich habe immer ein Auge auf die Kommentare und werde versuchen, Miriam dementsprechend zu befragen, sollte etwas zu schnell gehen und so weiter. Aber ich hole es jetzt mal dazu und wir können sie gemeinsam begrüßen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ebenso. Und du bist ja auf mich zugekommen, hast gesagt, du Miriam, da waren wirklich wieder ganz viele Anfragen auch an dich, ob wir nicht gemeinsam das Mehrfarbige machen wollen. Und da bin ich natürlich immer sofort dabei. Mein iPad ist auch gezückt sozusagen. Ich versuche auch ein bisschen mitzumachen, wenn ich es schaffe. Aber Hauptfokus ist die Kommentare, mal schauen. Aber magst du uns vielleicht mal gern einfach kurz erklären, was wir heute denn mit dir machen werden? Ja, also erstmal ganz kurz, tatsächlich kam diese Anfrage damals schon, als wir die ersten Lives gemacht haben, könnt ihr was mit mehrfarbig plotten machen? Und eigentlich steht seit damals auch schon auf der To-Do-Liste, dass wir immer gesagt haben, also das ist auch noch das Thema. Genau. Und vielleicht können wir auch gleich vorweg schicken, wenn noch weitere Anfragen sind zum Thema Procreate in Verbindung mit Plotten, dann bitte immer her mit euren Wünschen und Ideen, weil dann können wir demnächst wieder was live machen. Genau, ja. Mir aus jeder Zeit. Genau, und unser Thema für heute sind mehrfarbige Plots. Und du hattest vor einiger Zeit in deinem Forum mal gefragt oder bei Instagram, was wollt ihr für Themen haben? Und es gab einige Dinge, die mehrfach genannt wurden. Unter anderem waren es Rennautos tatsächlich. Das ist aber immer so eine Sache mit Rechten. Da mag ich mich nicht dran wagen, weil ein Rennauto macht nur Sinn, wenn man eine bestimmte Marke drauf hat, nicht irgendein Rennauto. Und das ist aber ein bisschen heikel. Aber mit der Technik, die wir lernen, könnt ihr das später selber umsetzen. Und was sehr häufig kam, war so ein maritimes Thema. Wale, Anker und grundsätzlich irgendwas, was mit Sommer und Sonne zu tun hatte. Und auf das Thema haben wir uns dann gestürzt. Und es werden tatsächlich, soll ich sagen, Wale. Also wir werden einen Wal zeichnen, den ihr später dann plotten könnt. Ich freue mich da total. Ich sehe nur gerade bei dir, ich habe eine ziemliche Verzögerung von deiner Übertragung und es kann sein, dass es an meiner virtuellen Kamera liegt. Wenn ich die jetzt deaktiviere, Miriam, dann siehst du das Bild nicht mehr, was ich streame. Soll ich es lassen oder soll ich schauen, ob es, und wenn ich das deaktiviere, besser wird? Dann siehst du nur mehr mich und nicht das was ist okay. Das ist okay. Also dann okay. Mach nur einfach dich. Ich gucke dann in die Kamera und dann... Dann achte ich auch nicht die ganze Zeit drauf, wie ich jetzt so wirke. Warte, weil dann versuche ich nur ganz schnell, weil es dann doch vielleicht besser ist, wenn es nicht... Moment, dass du mich auch wieder siehst. Und jetzt hoffe ich, dass vielleicht da das weniger ruckelt. Aber ich kann auch immer nur vermuten, wie es aussieht, wie es dann wirklich in der Übertragung ist. Vielleicht haben wir jetzt einfach eine bessere Übertragung. Okay? Ja. Cool. Ich glaube... ist schon definitiv besser. Vielleicht gibt mir auch jemand Bescheid, ein Feedback, dann weiß ich zumindest, dass es an dem gelegen hat und kann das in Zukunft dann auch so kurzfristig lösen. Perfekt. Jetzt die Katharina schreibt gerade Miriam, deshalb dreimal um die Ecke gedacht, Mobi, und den Wal hat sie. Ja, genau, es war wirklich, der Künstlername sollte dann auf Mobi, dann auf Moby Dick und dann sollte es beim Wal landen. Und deshalb war es wirklich tatsächlich dreimal um die Ecke gedacht. Ja, das war echt spannend und ich fand auch deinen Hinweis total lustig und
Das haben ja auch, glaube ich, wirklich viele mitgemacht und das freut mich ganz besonders. Wie sollen wir es machen? Möchtest du die Gewinner schon verkünden oder halten wir uns das für später auf oder sollen wir das gleich sagen? Haben wir gar nicht irgendwie besprochen, ne? Wann man Nee. die. Ich würde sagen, wir hauen es raus, oder? Ja. Cool. Also, wir haben am allerschnellsten war Trommelwirbel, Ziegler.Annika. Und die gewinnt den Kurs bei Plottertante, bei dir. Genau. Und zwar wählen sie möchte. Entweder Brother Cricket oder Silhouette. Das kann sie sich aussuchen. Genau. Und die drei nächsten Gewinner, die dann von mir eine Datei bekommen, entweder eine Plotter-Datei oder eine Nähdatei aus meinem Maker's-Shop, das ist Adrenalin, das ist Malamü und Maria, ist das jetzt Unterstrich oder Bindestrich, Zangerl? Ich habe es mir nur selber aufgeschrieben, deshalb weiß ich jetzt nicht mehr, wo mein Strich sitzt. Ich glaube, es ist ein Unterstrich. Ja, und Gut, ich würde also. sagen, die sollen einfach wahrscheinlich uns per Mail oder per PN oder wie hast denn du das am liebsten, dass sie uns kontaktieren? Dann kann ich das Ich noch als Link werde schicken. die anschreiben Ah, du über schreibst. Instagram. Okay. Denn das Ganze ging ja über Instagram. Ich habe da die Ja. ganzen Buttons zum Okay. Ausfüllen und darüber kann ich, glaube ich, den Kontakt herstellen. Okay. Die Maria Zangerl sehe ich gerade, die hat gerade ein freudiges Gesicht und auch allen Gut. anderen herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich dann Genau. mit euch. Glückwunsch. Sehr gut. Aber wir könnten dann, gibt es eigentlich noch was zu sagen oder sollen wir uns gleich in medias res und in die Arbeit stürzen? Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Ja, ich würde auch sagen. Dann schalte ich mal um. Ja, und ich gebe mal ganz Hier, kurz man auf das sieht jetzt auch Live-Video. schon dein iPad. Und genau. Gibt es noch was zu wissen vorab oder was man noch vorbereiten sollte oder was sich irgendjeder, der mitmacht, sich noch herrichten soll? Oder ist alles Was, nur. was wir vorher, glaube ich, nur einmal angekündigt haben, ist, dass wir später in Adobe Capture weitermachen. Also das ist so, wir werden das Ganze, die Datei natürlich in Procreate vorbereiten und von dort aus könnt ihr entweder direkt in Silhouette Studio gehen, in Scan and Cut und in, wie heißt das Design andere? Space. Design Space, genau. Oder ihr könnt in Adobe Capture das Ganze vorbereiten und das ist einfach der Weg, den wir gehen. Also wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Wir haben uns jetzt für einen davon entschieden. Genau, also du wolltest einfach auch etwas Unabhängiges, was jeder machen kann, aufzeigen. Und ich finde das auch immer gut, da das Adobe Capture, das kriegen wir immer bei dir zu sehen. Und ansonsten die Programme, also ich finde das eh eine gute Ergänzung zu den Dingen, die ich sonst so zeige. Von dem her passt das perfekt. Genau, also es Genau. gibt ja, man kann ja die Vektordateien noch für andere Sachen nehmen, nicht nur für Plotter. Und wenn man es einfach mit, was weiß ich, in Silhouette Studio reinlädt, dann hat man danach das Problem, es wieder rauszukriegen. Aber mit Adobe Capture ist man relativ flexibel. Soll ich noch vorher nur vielleicht nochmal deinen Instagram-Account herzeigen für alle, die noch nicht folgen, oder soll man das auch später? Aber das mache ich jetzt schnell, oder damit jeder weiß, falls dich jemand noch nicht kennt. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber da, das ist die YouTube-Seite von dir, die wollte ich auch nur herzeigen. Die ist relativ neu, dafür hast du aber trotzdem schon 158 Abonnenten und zwei Videos, aber ich weiß, es wird mehr werden. Gell? Da hast du noch einiges geplant. Also man findet dich unter miri.de auf YouTube und hier, also das Instagram habe ich gar nicht vorbereitet, sondern das andere, Moment, muss ich noch Instagram eingeben. Das habe ich jetzt, glaube ich, aus Versehen vorher zugemacht. Und dann findet man dich unter Procreate Lernen. Und da hast du auch immer ganz tolle Bilder, Tipps, Tricks und so weiter. Das siehst du jetzt nicht, Miriam, aber ich zeige gerade deinen Feed her. Habe ich mir Und gedacht. ja, ich erkläre es dir nur. Also wer Miriam da noch nicht kennt, gerne auch auf Instagram abonnieren. Auch immer up to date sein. Genau. Und jetzt bin ich schon wieder hier bei deinem iPad und jetzt können wir wirklich starten, Miriam. Genau, also ich habe mir Procreate schon aufgerufen und wir starten mit einer richtig großen Datei. Das heißt, ihr geht jetzt auf das Plus hier oben. Und sagt, ihr legt eine neue Leinwand an, also hier oben auf dieses Plus. Und jetzt ist es ganz wichtig, das möchte ich vorweg schicken. Es ist wirklich wichtig, dass ihr eine Riesenleinwand anlegt. Also fangt nicht mit 1000 mal 1000 Pixel an, sondern nehmt wirklich 4000 mal 4000 Pixel.
Die Sache ist einfach die, dadurch wird das Motiv nachher richtig groß. Und wenn ihr diese Pixeldatei in eine Vektordatei umwandelt, dann kann es immer mal zu kleinen Abweichungen kommen. Das heißt, wenn ihr in der kleinen Datei eine Linie habt, die zum Beispiel 5 mm ist, und diese Umwandlung, da kann es mal zu Abweichungen von einem Millimeter kommen, dann habt ihr schon entweder 4 mm oder 6 mm. Wenn die ganze Linie ein Zentimeter ist, dann habt ihr trotzdem nur 1 mm Abweichung. Und dadurch ist diese Abweichung gar nicht so stark, so prozentual. Das heißt, ich lege jetzt eine Datei an mit, kann man es erkennen, 4000 mal 4000 Pixel. Falls Ich hier sehe noch zumindest, wo Zentimeter du steht, drückst. bitte? Ja, ich sehe zumindest, wo du drückst. Lesen kann man nicht, aber man sieht ja, wo du Ja, hinklickst. Das ist durch, in durch Ordnung. den. Huch, oh, jetzt bin ich noch rangekommen. Durch den dunklen Bildschirm Ja, ich glaube, kann die man. Schrift ist zu klein. Das dunkle Bildchen, das stört, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, wirklich nur, du müsstest so weit reinzoomen, aber es erkennt ja jeder, wo du es auswählst, genau. Genau, hier oben habe ich die 4000 Pixel. Und wenn bei euch noch irgendwie hinter Millimeter oder Zentimeter steht, dann könnt ihr hier unten Pixel anwählen. Genau. Hier fragt die Katharina nur schnell, wie viele Ebenen brauchen wir denn? Habe kein iPad Pro und das sind dann nur 8 Ebenen. Reicht das? Also, wenn du 8 Farben könntest du damit theoretisch, kannst mehr Farben anlegen, dann wäre halt 2 Farben auf einer Ebene. Aber wir legen jetzt für jede Ebene eine einzelne Farbe an. Und in meinem Beispiel, ich gucke gerade mal, sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Farben habe ich angelegt. Also das würde wirklich reichen. Und es kommt wirklich auf das iPad an, wie viele Ebenen das iPad hinbekommt. Bei mir sind es 29. Aber Und wir kommen auch DPI mit lässt weniger du? hin. Bitte? DPI hast du bei die DPI hast du die irgendwie umgestellt? Bei mir sind die 300 Nein, das gewesen. ist wurscht, weil du sowieso in der Breite Nichts insgesamt drucken. 4000 Pixel hast. Ja. Wenn du das Ganze drucken würdest, ich hatte es mal, ich glaube, das sind über 30, etwas über 30 Zentimeter, wenn man es drucken lassen würde in der Druckqualität, diese 4000 Pixel. So, also wir haben ein Quadrat und ich denke, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt, weil das hatten wir ja schon in dem Rätsel. Wir zeichnen einen Kreis. Wir zeichnen uns diesen Wal wirklich mit einfachen Mitteln vor. Einen Kreis und lasst den Stift auf der Arbeitsfläche. Und wenn ihr dann noch mit dem Finger zusätzlich drauf tippt, dann wird es kreisrund. Vielleicht nur für die, die das allererste Mal das machen, weil ich weiß zumindest, dass die Caroline, meine liebe Caro, heute das erste Mal dabei ist. Was wählst du da für einen Stift Ah, aus? das ist ein guter Hinweis. Ich habe jetzt einfach bei Kalligraphie und dann Schrift gewählt. Das ist ein solider Stift, also der ist jetzt nicht irgendwie so ein Aquarell und malt nicht 100% an einigen Stellen, sondern der ist halt richtig deckend. Und noch was, hier links kann man die Größe einstellen von den Stift und ich habe in dem Falle jetzt 14% von der Größe her. Und hier unten kann man die Deckkraft einstellen und die habe ich ganz nach oben geschoben. Aber zu unserem Kreis. Ich habe mir dann einfach als Hilfslinie noch in der Mitte eine Linie gezeichnet. Das heißt, die zeichnet man und wenn man den Stift auf der Arbeitsfläche lässt, dann wird es eine ganz gerade Linie und mit einem Fingertipp rastet das alle 30 Zentimeter ein. Also, damit haben wir die Linie, die ja viele schon von der Umfrage her kennen. Ich schiebe den Kreis jetzt nur noch mal in die Mitte. Dafür wähle ich hier oben den Pfeil. Und dann habe ich hier so ein Karo drum und so eine Ameisenkolonie. Schaut drauf, dass unten gleichmäßig steht. Und dann könnt ihr das hin und her schieben auf der Arbeitsfläche. Nochmal auf den Pfeil drücken und dann sitzt es an der Stelle. So, ich rufe mir jetzt eine neue Ebene auf der ich jetzt zeichne, weil das hier ist wirklich einfach nur so eine Hilfslinie. Deine Ebenen findest du hier in diesem Symbol mit den 2 Quadraten hintereinander. Moment, Entschuldigung, da sagt jemand bitte nochmal Kreiszeiten, Hilfe, ich muss was rückgängig machen. Ich glaube, nur damit wir jetzt am Anfang noch nicht jemanden verlieren, das wäre wirklich schade. Am Anfang wäre ganz wichtig. Vielleicht könntest du nochmal in. Tut mir leid, dass Rat bei mir ich. gelöscht. Also, man zeichnet im Grunde genommen einfach einen Kreis
Und wenn der oben geschlossen ist, den Stift weiter auf der Bildfläche halten, den Finger dazu und dann wird es kreisrund. Und dann habe ich einfach eine waagerechte Linie gezogen, auch wieder den Stift auf der Arbeitsfläche lassen, der Hand dazu und dann hat man diese Vorzeichnung. Na, und rückgängig geht dann auch bei diesen Pfeilen da links und also die man da links sieht. Aber ich, da war die Frage auch. Ja, Ja. rückgängig könnt ihr entweder den letzten Schritt hier machen, bei diesem Pfeil rückwärts, oder ihr nehmt zwei Finger und tippt einmal auf die Arbeitsfläche. So, ich stelle es aber wieder her. So, und jetzt habe ich das Ganze auf einer Ebene. Wie gesagt, hier oben, die Ebenen sind bei den beiden Quadraten, die hintereinander sind. Und wenn ihr da auf das N klickt, dann geht hier nochmal so ein Menü auf. Und ihr könnt die Deckkraft reduzieren, denn ich möchte diesen Kreis nur irgendwie im Hintergrund haben. Also auf N gehen und dann die Deckkraft reduzieren. Und jetzt gehe ich auf die nächste Ebene. Die kann ich mit Plus anlegen. Mit Plus erscheint immer eine neue Ebene und auf der zeichne ich jetzt meinen Wal. So, und jetzt wird auch klar, warum ich diese Linie schon vorgezeichnet habe. Der Wal geht irgendwo von hier rum mit, also eigentlich fängt er ein bisschen unterhalb von dieser Linie an, aber greift nochmal die Linie von dem Kreis auf. Und dann zeichnen wir hier wie so ein liegendes S. Ich glaube, dann erkennt man schon so ein bisschen die Walform. So, ich zeichne noch eine. Bitte? Ah, das war ich, Entschuldigung. Vielleicht sollte ich doch Okay. nicht mitmachen. Das war so ein. Es ist meine. Ja, ich bin. Versuche mich leise zu verhalten. Alles gut, alles gut. So, und jetzt geht es noch darum, wir wollen ja diesen Wal so ein bisschen unterteilen mit einem hellen Bauch und einer dunkleren Oberseite. Das heißt, ich zeichne hier nochmal so ein halbes S, so eine Wellenlinie rein. Und hier oben müssen wir die, mich überlegen, heißt das, ist die Schwanzflosse die Finne? Ich weiß es nicht genau. Du stellst Fragen. Ob das jetzt nur die oberen sind oder ob das der Schwanz auch ist, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also bei mir überschneiden sich hier einige Linien, aber das ist völlig in Ordnung, weil das wirklich einfach nur so eine Vorzeichnung ist. Ich tue mich einfach ein bisschen einfacher, wenn ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich nachher zeichne. Was wir jetzt hier noch haben, ist die Flosse. Da kommt dann noch die Frage, welche Version vom iPad du nutzt. Meins ist jetzt 3,5 Jahre alt. Es ist das große, ich müsste jetzt gucken. Ich habe es auf meiner Webseite irgendwo geschrieben, aber ich merke mir sowas immer nicht. So, und der Wal soll so ein bisschen lächeln. Deshalb male ich hier nochmal so eine Linie auf. Das heißt, nachher wird hier kommt das Lächeln. Und das Auge. Und damit die ganze Sache jetzt wirklich so eine mehrfarbige Sache wird, im Moment haben wir ja einfach so im Grunde genommen den ganzen Wal und eventuell die helle Fläche, also den Bauch. Und damit da noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel kommt, werde ich noch so ein bisschen eine Struktur reinbringen. Das heißt, hier oben kommen noch Linien rein. Also Linien jetzt nicht, aber das werden dann später Flächen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ich denke, dann sieht man es etwas besser. Und hier in dem Bauchbereich möchte ich so ein paar, ja, so ein Muster reinhaben. Einfach so ein bisschen, was so ein bisschen interessanter dann wird, dass es nicht einfach nur eine große Fläche ist. Und ich habe mir noch überlegt, ich komme ja aus dem Illustrationsbereich, da darf es wirklich unrealistisch werden. Wir malen jetzt noch Blumen drauf auf den Wal. Und zwar hier oben mache ich einfach so eine
Blüte mit 4 Blütenblättern. So. Und ein paar Blätter. Ups, falsch. Aber das bleibt jedem überlassen, ob er das sowas mag oder nicht. Das ist einfach mein Stil. Ich mag's. Ja. So, ich mache hier auch noch so ein paar von diesen kleinen Struktur oder Textur. Elementen. Was? Elementen. Ich wollte dein Element. Lieblingswort Danke, nehmen. danke. Elemente, genau. Ich kam Ich nicht muss ja auch drauf. für irgendwas hier sein. Ich beende manche Sätze. So, noch ein paar Punkte. Hier Linien mit rein. Ah, Schwanzflosse ist die Fluke. Herrlich, Ah, herzlichen Dank, Fluke. Bertis. Ja, Von danke Bert schön. Bertis. Stimmt. Also tatsächlich hatte ich, als ich dieses Rätsel mir rausgesucht hatte, hatte ich dann geguckt und hatte so verschiedene Fragen, aber ich kam nicht mehr drauf, was jetzt was war. Aber klar, Fluke. So, das ist jetzt meine Vorzeichnung. Es kann sein, dass deine noch nicht so, so detailliert ist oder dass es einfach nur erst bei der Wahl ist und das ist auch völlig in Ordnung. Das Video kann sich jeder nachher noch mal anschauen und kann dann Stück für Stück selber mitarbeiten. Oder dann nochmal das Ganze verfeinern. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mit der Farbe an. Nur ganz kurz, weil ich hier gesehen habe als Frage, wo ist der Radiergummi? Ich glaube, im Moment, genau, dass man das sieht. Ich erkläre es. Hier oben ist das Radiergummi. Und wenn ihr jetzt länger auf dieses Radiergummi klickt, dann übernimmt das die Parameter von dem Stift. Das heißt, vielleicht habe ich im Moment ein Radiergummi. Mal gucken, was ich hier habe. Hier habe ich irgendeinen anderen Stift, aber wenn ich jetzt erst auf den Stift gehe und dann auf das Radiergummi, dann erscheint hier oben dieser Text mit aktuellem Pinsellöschen. Das heißt, ihr könnt mit den Parametern, die ihr für den Pinsel eingestellt habt, dann auch wieder radieren. Super, das kannte ich noch nicht. Das ist genial. Man könnte jetzt, ja, ich finde immer, Procreate ist wie diese alten Computerspiele, wo unter irgendwelchen Blumen immer was versteckt war oder so. Weißt du, so Mario Brothers. So ist es hier auch. Also man könnte jetzt hier schon ein paar Sachen wegradieren. Ja, Ich muss mache man ja. das in meinem Workflow, mache ich das meistens nicht, sondern das passiert alles später, wenn ich das Ganze dann zeichne. Da ist noch eine Frage. Bei mir hat er mitten drunter die Farbe des Stiftes auf weiß gewechselt. Hilfe, wie stelle ich das um? Ja, hier oben hast du so einen Kreis, der jetzt bei dir wahrscheinlich weiß ist. Wenn du da draufklickst und dann hier unten auf Ring stellst, dann kannst du hier eine andere Farbe wählen. Im Moment ist die Farbe aber für die Vorzeichnung, außer sie ist weiß, aber erstmal ist sie unwichtig. Weiß auf weißem Hintergrund ist nicht so geschickt. Ja, gut. Jetzt schaue ich ganz kurz, ich gehe nochmal in die Ebenen rein und suche mir diese Kreisebene raus. Und hier ist sie, wenn ich hier auf dieses Häkchen klicke, dann ist sie, kann ich sie auswenden. Die brauche ich im Grunde genommen nicht mehr. Die kann ich mir also gleich löschen. Gerade wenn du wenig Ebenen hast, ist es praktisch, das einfach mal zu löschen dann. Und damit ich hier meinen Wahl nicht verliere, klicke ich einmal auf den Text, wo Ebene 3 im Moment bei mir steht. Dann erscheint hier links wieder ein Zaubermenü wie bei Mario Brothers. Und ich kann hier oben umbenennen und da schreibe ich mir nur hin Vorlage. Damit mir die nicht verloren geht. Ich schiebe mal meine Vorlage ein bisschen in die Mitte. Und zwar will ich auch wieder den Pfeil dafür. Sage gleichmäßig, kann das einfach in die Mitte schieben. Und einfach dann wieder auf den Pfeil gehen, dann ist die Auswahl wieder aufgehoben. Und jetzt, das ist der nächste Tipp,
Wenn ich jetzt zeichne, dann arbeite ich immer hinter meiner Vorlage. Das heißt, ich reduziere die Deckkraft meiner Vorlage, so damit ich gut sehe, was dahinter passiert. Aber ich arbeite eben dahinter, damit mir weiterhin alle Ebenen oder alle Linien sichtbar sind. Und das mache ich jetzt. Also, ich lege eine neue Ebene an, wieder mit dem Plus. Und jetzt nehme ich mir die Vorlage, klicke einmal da drauf und klicke einen Moment länger drauf. Die kommt dann so ein bisschen nach vorne und dann kann ich sie verschieben. So, da ist sie so ein bisschen, seht das, nach vorne gekommen. Jetzt kann ich die nach vorne, und ich schiebe sie schon ganz nach oben. Und jetzt kann ich auf den Ebenen dahinter arbeiten. So, ich mache mal, weil das vielleicht verwirrend ist. Ich habe vorhin zufällig eine weitere Ebene angelegt, die habe ich jetzt gerade gelöscht. Und jetzt arbeite ich dahinter auf der Ebene. Und ich fange bei dem Wal jetzt mit der hintersten Ebene auch an. Das heißt, ich male erstmal den kompletten Wal aus. Ich nehme dafür einfach einen Blau. Ah, und ich habe gesagt, ich wollte die Vorlage, die Deckkraft reduzieren. Wieder bei der Vorlage auf das N. Und die Deckkraft, die setze ich in meinem Fall jetzt auf 17%. Damit sehe ich sie noch. Ich weiß nicht, wie ihr sie am Bildschirm Ja, seht. Seht ihr auch, sieht ne? man noch. Gut. Und dann kann ich auf der Ebene darunter arbeiten. Und jetzt male ich erstmal den kompletten Wal aus. So, und das kann ich auch schon. Das ist übrigens auch eine Geste, die ich total gerne mag, mit zwei Fingern irgendwas vergrößern, verkleinern oder drehen. Ist auch immer sehr praktisch. Ja. Heißt, du spurst den einfach so richtig nach, dass du die Outline hast? Genau. Ich arbeite auch so, dass ich tatsächlich meine Folien stapel und schaue deswegen, dass möglichst höchstens zwei Ebenen übereinander liegen, zwei Folienebenen. In dem Falle wird jetzt, es wird überall zwei, außer hier der Punkt in der Blume, das könnte noch eine dritte Ebene werden. Aber damit ich das Ganze jetzt nicht ausmalen muss, gibt es wieder den nächsten Trick. Nimm es einfach die Farbe hier oben. Ah, jetzt habe ich zu lange gedrückt. Also, wenn man diese Farbe zu lange drückt, dann kommt die vorhergehende Farbe, wird dann automatisch aufgerufen. Also, wenn ich jetzt die Farbe greife, muss ich sie gleich rausziehen. Deshalb kann ich jetzt das nicht langsam machen. So. Und dann ziehe ich diesen Farbpunkt einfach auf die Fläche, die ich füllen möchte. Ja. Und was jetzt ist, man sieht es natürlich nicht mehr so stark, aber ich sehe trotzdem noch, wo die Linien meines Wals sind und ich kann die nächste Ebene anlegen. Also gehe ich wieder auf die Ebene und lege eine neue Ebene an. Und die wird mir da drüber angelegt. Und dafür nehme ich jetzt ein Hellblau. Das Video wird gespeichert, nur weil gerade die Frage kommt. Ja, kann man sich jederzeit in Ruhe nochmal. Ja, ich denke, für jemand, der es wirklich zum allerersten Mal macht, sind viele Sachen schon einfach zu schnell. Ja. Aber wenn das Video aufgezeichnet ist, könnt ihr es gerne anhalten und alles in Ruhe machen. So, wie gesagt, ich bin jetzt auf der nächsten Ebene und ich habe eine hellblaue Farbe ausgewählt. Es kommt jetzt hier nicht wirklich darauf an, dass die Farben genau so sind, wie ihr sie später haben wollt, sondern einfach, dass ihr die Unterschiede seht. Wir werden nachher alles schwarz einfärben. Aber das Ja. machen wir im nächsten Schritt. Und bei mir sind zum Beispiel die Linien ja auch nicht ganz smooth, würde ich jetzt sagen. Wird das noch bearbeitet, wenn wir es, oder müsste ich jetzt beim Nachspuren und so schon darauf achten, dass ich das so glatt wie möglich auch hinkriege? Also ein bisschen, wenn du irgendwie verwackelte Linien hast, ein bisschen wird das später ausgeglichen, wenn du das Ganze in Vektoren umwandelst. Aber wenn du wirklich zitterig bist und Probleme hast, dann kann man tatsächlich an dem Stift auch noch was ändern. So, ich zeige es mal ganz kurz. Wir gehen hier auf den Pinsel und dann gehst du auf diesen Pinsel, den du gewählt hast. Und da kommst du in das Menü rein, zu dem jeweiligen Pinsel. Gehst auf Farbkontur
Und machst die Streamline ganz nach oben. Ich weiß nicht, auf wie viel dieser Pinsel normalerweise steht. Ich ziehe meine sehr häufig sehr hoch. Dadurch wird die Linie einfach ein bisschen weicher. Wenn du jetzt hier zitterst, siehst du, dass das passiert. Wenn ich die Streamline hochziehe, siehst du schon, dass das Procreate das automatisch ausgleicht. Genau. So, mit fertig ist es gespeichert. So, jetzt male ich aber, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, Ja, entschuldige, auf der danke. nächsten Ebene den hellen Bauch. Und hier kann ich jetzt schon gleich, mich mal ganz kurz Luft anhalten, sonst wird das hier auch ganz, ganz krickelig. Hier kann ich jetzt schon durch meine Farben so ein bisschen diesen Unterschied. Also jetzt sieht man ja schon, das obere wird dann das dunkle, unten kommt das helle rein. So langsam kriegt er eine Form, ne? Ja. So. Was ich jetzt noch in hell haben möchte, ist an der Fluke. Jetzt war ich schon wieder bei Finne. Hier oben diese Linien. So, und ihr seht, dass ich mich jetzt gar nicht so genau an die Linien halte, die ich vorher mal vorgezeichnet habe. Hier sieht man, die gehen eigentlich wo ganz anders lang. Aber das passiert bei mir einfach beim Zeichnen, dass ich da immer so eventuell das Ganze so ein bisschen noch anpasse, so wie ich es gerne hätte. So, und dann möchte ich hier oben diese. Da war die Form nicht gefüllt. Also ich habe hier die Farbe reingezogen. Die äußere Form war nicht gefüllt und dann läuft die Farbe raus, wie bei einem Eimer. So. Wie bei einem Eimer mit einem Loch. Weil jemand gerade sagt, gerade erst dazugekommen, gar kein Problem, wenn es dich interessiert, du kannst alles nachträglich anschauen und in Ruhe dann noch nachmachen. Ah. So, und hier vorne habe ich noch die Motive. Wie schließe ich die Form, dass ich sie füllen kann? Cutter einfach die. Es muss eine geschlossene Einheit sein. Das heißt, wenn dein Pinselstrich irgendwo nicht deckend ist oder eine kleine Lücke hat, dass es nicht ganz zu ist, ist Ja. wie beim Plotten, wenn die zwei roten Punkte nicht geschlossen sind, ist das offen. Also Ja. einfach nochmal drüber zeichnen, damit sich die zwei Linien verbinden und dann kannst du das auch zumachen. Genau, im Normalfall ist es so, bei manchen Pinseln ist es so, dass die nicht 100% decken, wenn man nicht richtig fest aufdrückt. Das kann sein, dass jetzt, auch wenn ich das schließe, dass jetzt irgendwo eine Stelle ist, die zum Beispiel nur 90% gedeckt ist und dann kann es immer noch mal passieren, dass es rausläuft. Nee, in dem Falle hat es gehalten, aber dann kannst du einfach noch mal eine zweite Linie ziehen und dann funktioniert es meistens. So, ich mache das aber rückgängig, das war nur kurz zum Zeigen. So langsam kommen wir der Sache näher. Jetzt ist es ja so, dass das hier schon eine eigene Ebene ist, die auf der unteren liegt. Und ich möchte jetzt nicht noch eine dritte Ebene machen, wo ich das Ganze in Dunkel draufsetze. Das heißt, ich nehme das Radiergummi und radiere aus dieser hellen Fläche hier diese Texturtropfen raus, damit man dann wieder die Folie sieht, die da drunter ist. Und dafür mache ich jetzt wirklich das. Ich gehe jetzt länger auf das Radiergummi. Und dann übernimmt er mir die Parameter von dem Stift und ich kann hier meine Motive ausschneiden. Und dass du das Folie nennst, ist das Jargon aus dem Illustrieren? Oder Was meinst du jetzt, Folie? du sagst die untere Folie? Nee, das kommt jetzt tatsächlich vom Plotten. Also ich würde das jetzt als Ebene beschreiben, Ach so, aber du da wir denkst das schon Ganze in ja. Plotten. Du denkst schon an die Was? Folie. Du denkst schon an die Folien wegen der Ja. Farbe. Jetzt habe ich es Ja, verstanden. genau. Okay. Gut.
Ist sehr witzig, weil eigentlich hat man das Gefühl, man malt mit Blau, ne? Ja. Aber ich merke schon, also es macht total Spaß, mein Wahl, ich mache mit, aber ich konzentriere mich nicht auf die Schönheit. Ich zeige ihn am Ende vielleicht. Aber da würde ich wahrscheinlich in Ruhe normalerweise. Also ihr seht, für alle, die mitmachen und sagen, wow, das geht so schnell, mir geht es nicht anders. Aber dafür kann Ja. ich es danach nochmal in Ruhe nachmachen. Ich habe dadurch einen Vorteil, dass ich weiß, wo ich hin will. Und ich habe mir das Ganze schon einmal vorgezeichnet, damit ich nicht so völlig planlos bin. Denn tatsächlich bin ich auch eher von der Fraktion 100 mal radiert. Ich bin wirklich ein Radiermeister. Also ich brauche einige Zeit, bis ich mich einem Motiv nähere. Da kriegt man dann Aber auch so eine gewisse Verbindung, oder? Zu dem, was man macht. So eine, wie eine ja, man malt Beziehung es tot. sozusagen. Ja. Aber ich kann einfach mal die beiden anderen Ebenen ausblenden und dann seht ihr, was ich damit meine. Also hier, das wird dann im Grunde genommen unsere zweite Farbebene und dann sieht man das, was darunter passiert. Und ich habe mir noch überlegt, dass ich hier noch so eine Linie mit reinbringen möchte. Dazu mache ich jetzt das Radiergummi ein bisschen größer. Das sah jetzt nicht ordentlich aus. Dieser Stift ist drucksensitiv. Das heißt, wenn du mit einem Apple Pencil arbeitest, dann kannst du durch den Druck sehr breite Linien erzeugen und durch weniger Druck sehr schmale Linien. Na, das ist mir jetzt zu dick. Ich werde mir abgewöhnen, daneben zu sprechen. Das war mehr so gebrabbelt für mich. Hier ist also das Lächeln, habe ich gesagt. Ja, genau, da wird es Ja. nochmal ein bisschen mit Tut unterstützt. mir leid. Auch alles gut. Da kommt man auf Sachen drauf. Ich wusste es gar nicht, dass ich daneben so viel Quatsch beim Zeichnen. Ja, du, manchmal. Ich rede auch manchmal mit meinen Bildern, also alles gut. So, machen wir uns an die nächsten Ebenen dran, nämlich an die ganzen Blumen und vielleicht noch an das Auge. Damit lege ich einfach eine neue Ebene an, wieder hier auf das Quadrat und auf Plus und dann habe ich die nächste Ebene. Und ich glaube, ich mache jetzt erstmal das Auge mit einem richtigen Schwarz. Und die Blätter, die werde ich auch. Mein Handgelenk knackt. Ich weiß nicht, ob es jemand gerade gehört hat. Ja, doch, ich hätte nicht auf dem Handgelenk getippt, aber Ja, es jetzt, war wo du gerade mein sagst. Handgelenk. Ja, es ist kommen schon super, was man immer lernt, was für Tricks und genial, was man mit so einem iPad machen kann, das stimmt. Ich sage euch, es ist der Wahnsinn, so ein iPad. Also ich schleppe ja mein iPad auch gerne mit auf den Berg, Ja. weil da oben könnte sich ja Zeit ergeben zum Zeichnen. Ja, das habe ich wirklich letztes Jahr gemacht. Ja, das hast du mir mal erzählt und ich glaube, du hast auch wunderschöne Blumen oder so gemacht daraus, oder? Ja, Oder genau. Ich eben, habe dann wie du tatsächlich die gesehen Blumen hast. auf dem Berg gezeichnet, habe einen Rapport daraus gemacht und habe mir daraus Stoff drucken lassen und daraus eine Tasche genäht. Ja. Wow. Also so viel. Und ich habe es tatsächlich auch einer regionalen Kleiderfirma hier angeboten, die Klamotten aus dem Allgäu machen, aber die waren jetzt nicht dran interessiert. Wobei ich die Geschichte natürlich total gut fand, weil ich natürlich auf so einen Allgäuer Berg gestiegen bin. Ja. Aber die Firma konnte ich damit nicht überzeugen. Zeigen. Naja. So, also ich habe jetzt die nächste Ebene und dann mache ich mich jetzt noch an die Blumen dran. Ich rufe wieder oder ich lege wieder eine neue Ebene an, Quadrat und dann das Plus. Und nehme jetzt einen rosa. Und jetzt zeichne ich meine Blumen nach. Wie gesagt, wenn das ja alles zu schnell war, dann ist das jetzt der Teil, den du nicht mehr mitzeichnen musst, denn es geht tatsächlich nur noch um ein bisschen Deko, aber das eigentliche Motiv steht ja schon, der Wal.
Mit dem Pinsel nochmal die Konturen. Ich würde gern die Tasche sehen. Steht da. Die ist unten. Da müsste ich jetzt einmal durchs ganze Haus flitzen. Aber ich habe sie tatsächlich auf meinem Blog, also unter www.miride.de. Dann habt ihr oben den Reiter Blog und da ist es der drittletzte Post oder so. Kann ich ja dann hersuchen. Kann ich ja dann hersuchen mit dir dann im Nachgang und dann zeigen wir das nochmal. Ja. So, und jetzt mache ich nur noch ein paar kleine Highlights, ein paar Pünktchen. Dafür lege ich wieder eine neue Ebene an. Und die mache ich jetzt rot. Die Punkte. Ja. So. Und wenn ich jetzt mal meine Vorlage ausblende, also hier auf dieses Häkchen, dann wird es komplett ausgeblendet. Dann sieht man, wie der Wal am Ende aussehen wird. Der schaut süß aus bei dir. Ja. Ich habe nicht ganz so, aber immerhin so. Ja, cool. Ja, weißt du, was mir bei deinem total gut gefällt, das ist, dass der so einen großen Bauch unten hat. Also ich finde es total schön, wenn man so die Proportionen so ein bisschen ändert. Also dadurch wirkt er sehr niedlich. Ja, danke. Ich muss Gefällt da mir nochmal gut. drüber. Ich sehe nämlich, dass ich da mit den Linien nicht so gut war, mit diesem hellblau-blau nicht drüber genug und so, aber das macht ja nichts. Da Ja. achte Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich drauf geachtet habe jetzt. Das kann ich vielleicht noch mal kurz erklären. Ich blende mal alle Ebenen aus, nur die beiden wichtigen. Und zwar habe ich, reduziere mal die Transparenz, dann kann man das sehen. Ich habe diese helle Ebene, die da drauf liegt, so ein bisschen über die dunkle, die dahinter ist, drüber stehen lassen. Das ist einfach so, dass mir da kein sogenannter Blitzer erscheint, wenn ich das später drauf plotte. Also ich kann immer noch mal, also hier zum Beispiel ist es nicht ordentlich gearbeitet. Hier würde man eine dunkle Stelle sehen später. Meine Deckkraft wieder erhöhe. Ups, bin ich ganz raus. Dann seht ihr genau hier dieses Problem. In dem Falle würde man da eine dunkle Stelle sehen, die da hervorguckt. Aber das Genau. lasse ich jetzt einfach so. Ja, und ich habe da jetzt einfach drüber gemalt, das ist ja auch. So, und jetzt kommen wir nämlich zu Trick 17. Wenn ihr diese Datei nachzeichnen lasst in einem Programm, was euch diese Pixeldatei in eine Vektordatei umwandelt, dann ist es für dieses Programm am allereinfachsten, je mehr Farbunterschied vorhanden ist. Und der größte Farbunterschied ist einfach zwischen Schwarz und Weiß. Das heißt, wir werden jetzt alle Ebenen schwarz färben. Dazu geht ihr aber erstmal raus, klickt hier oben auf Galerie, bis ihr in dieser Übersicht seid. Und jetzt duplizieren wir diese Datei. Das heißt, ihr geht nicht in die Originaldatei und ändert dort irgendwas, sondern ihr dupliziert sie euch und mit der können wir dann machen, was wir wollen. So habt ihr später einfach noch die Originaldatei, falls ihr das Ganze nochmal ausdrucken wollt oder so. Oder die Farben nochmal ändern wollt. So, also auf diese Datei gehen, von rechts nach links. Wischen und dann auf Duplizieren gehen. Und dann habt ihr das Ganze doppelt. Und jetzt gehen wir da rein und färben alles schwarz. Und ich blende jetzt mal alle Ebenen aus, damit wir wirklich nichts vergessen. Ich gehe hier oben wieder auf das Farbrad und gehe hier unten in diesen Bereich, wo die Farben eh schon so dunkel sind. Und mit einem Doppelklick. Hier irgendwo unten in diesem Bereich sucht mir das Programm automatisch das schwärzeste Schwarz raus. So, da ist es. Ich habe ein bisschen woanders hingeklickt und trotzdem springt er mir automatisch dahin. Und jetzt nehme ich diese Farbe und ziehe sie einfach in diese Fläche rein. So, die erste Ebene ist schwarz. Dann gehen wir in die nächste Ebene.
So, es gibt mehrere Möglichkeiten, das in Schwarz zu färben, aber ich finde es für Anfänger jetzt ganz einfach, das so zu machen. Also gibt es sowas wie alles schwarz auf einmal, so meinst du? Ja, dazu musst du aber die Ebene erst Ja. fixieren, damit du dann sagen kannst, alles schwarz färben, weil sonst ist wirklich die komplette Ebene schwarz. Ja. Und du kannst auch über die Farbregler gehen. Also wie gesagt, es gibt, wie so viel in dem Bereich, viele Wege führen nach Rom. So, das ist ja schon ziemlich schwarz. So, falls ihr übrigens daneben trefft, ist alles schwarz. Dann mit einem Fingertipp, mit zwei Fingern einmal drauf tippen, macht den letzten Schritt rückgängig. So, und so arbeiten wir uns jetzt durch alle Ebenen. Gott, ich sehe jetzt erst, wie ungenau ich gemalt habe, wo ich die einzelnen Ebenen genauer sehe. Das macht aber überhaupt nichts. Also ein Teil, wie gesagt, wird nachher ausgeglichen, begradigt. So, und meine Vorlage, die brauche ich nicht mehr, die kann ich auch löschen. Jetzt habe ich alle Ebenen auf Schwarz. Nur mal ganz kurz was, können gleich weitermachen. Warte, aber ich bin auch gleich fertig. Ich brauche noch die Punkte in Schwarz und dann habe ich es auch. Weil die Punkte sind Knödel, unförmig. Gut. Und dann schaue ich in die Kommentare. Könnte die dunkle Stelle wegradiert werden? Oh, tut mir leid, Martina, das ist bei mir jetzt aus dem Zusammenhang. Ich glaube, das ging vorne um den, wo ich gesagt habe, da habe ich unordentlich gearbeitet. Ja, das könnte man wegradieren. Würde ich auch tatsächlich, wenn ich das jetzt zum Beispiel fürs wirkliche Plotten vorbereite, dann würde ich das auch so machen. War richtig toll, bin aber totaler Anfänger, muss das später in Ruhe nacharbeiten. Danke, ihr seid super. Danke und ja, mach das gerne, bin sehr gespannt. Und dann bei mir sind dann überall schwarze Vierecke statt das gezeichnete Fragezeichen. Schwarze Vierecke. Hat sie vielleicht ein Raster an und ein Raster gibt es sowas gibt es nicht, oder? Ja, gibt es schon. Aber Und dass man dann das zwar, Raster färbt. aber dann, Also aber vielleicht eigentlich schreibt kann es man noch das, mal genau. eigentlich kann man das Raster Nicht zwar sehen. sehen, aber nicht irgendwie jetzt füllen. Also Vielleicht, liebe außer. Karin, schreibst noch mal genauer, wenn das Problem weiterhin besteht und wir versuchen drauf zu kommen. Genau, also was ist jetzt, wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz nah Ah, ranzoome, sie dann schreibt, das hat man. Ganze ist schwarz. Schön. Hat sie schon gebessert. Also sie hat wahrscheinlich nur nicht keine geschlossene Ebene, dann hat sich das ganze Ja. Blatt gefüllt. Das ist das, was Ja. Miriam vorher erklärt hat. Gut, Da dann hat musst sich du das Problem einfach, erledigt. genau. Also liebe Karin, einfach Schritt zurück und dann schließen und dann wieder füllen. Und? Was ich jetzt mache mit diesen 1, 2, 3, 4, 5 schwarzen Ebenen. Ich exportiere die einzeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich exportiere die einzeln und bringe sie erst nachher in dem Programm wieder zusammen, also dann in Silhouette Studio oder so. Genau. Aber ich lege jetzt für jede einzelne Farbe eine eigene SVG-Datei an. Das heißt, ich fange von hinten wieder an und klicke eine längere Zeit auf das Häkchen. Dann werden alle Ebenen ausgeblendet, nur die, wo ich draufgeklickt habe, bleibt bestehen. So. Und ich blende auch die Hintergrundfarbe aus. Ja, jetzt wird es ganz attraktiv hier auf meinem Bildschirm, schwarz auf schwarz. So, exportiert wird das Ganze hier oben über den Maulschlüssel, bereitstellen und PNG.
Das heißt, er exportiert nur das Bild und es wird kein Hintergrund mit exportiert. Und das ist zum Beispiel ganz interessant, wenn ihr die Datei nur für euch privat braucht, könnt ihr direkt diese PNG-Datei auch in Silhouette Studio zum Beispiel einfügen. Und Silhouette Studio kann, wenn es eine schwarze Datei ohne Hintergrund ist, automatisch nachzeichnen. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde habt ihr die ganze Form nachgezeichnet. So. Genau. In dem Falle will ich es aber auf dem Rechner weitermachen und ich sichere jetzt das Bild. Also Bild sichern, damit wird es bei mir in den Fotos gesichert. Und genau das mache ich mit den anderen Ebenen auch. Jetzt bin ich hier beim Bauch, PNG und Bild sichern. Und die nächste Ebene, also den Bauch wieder ausblenden und hier habe ich jetzt die Blätter. Ich weiß gar nicht, ob man, ja, ein bisschen sieht man es, ne? Ja, man kann es erahnen, aber falls jemand jetzt Ja. mitmacht, dann sollte er das hoffentlich dann bei sich auch so sehen. Mhm. Und wie gesagt, für alle, die mehrfarbig plotten, das sind dann eben die einzelnen Folienfarben. Und nachdem wir die auch einzeln plotten, speichern wir die einzeln, damit wir sie dann wieder schön zusammensetzen. Genau. Und wenn ihr nichts an der Größe ändert, passt das nachher auch alles wieder, alles mit der Größe zusammen. Genau. So, also ich bin jetzt hier bei den Blüten. Ich gehe wieder auf den Maulschlüssel, bereitstellen, PNG. Und Bild sichern. Maulschlüssel, PNG, Bild sichern. Und die ganzen Punkte. Auch noch speichern. Wenn ihr jetzt nicht alle Ebenen geschafft habt, ist es völlig in Ordnung. Dann nehmt einfach nur den Wal und den hellen Bauch. Den Rest könnt ihr nachher ganz in Ruhe nacharbeiten. So, wir haben jetzt alle Bilder bei den Fotos gespeichert. Hier sind sie. Und natürlich ist jetzt hier ein weißer Hintergrund. Tatsächlich ist aber kein Hintergrund da drauf. Und jetzt gehe ich in das Programm Adobe Capture. Das ist von Adobe. Es ist kostenlos, falls sich jemand jetzt noch nicht runtergeladen hat. Man kann sich es runterladen. Man muss sich bei Adobe dafür registrieren. Aber man kann es kostenlos nutzen. So, wenn ihr das aufmacht, gehe ich mal hier oben einfach auf alle Elemente. Da ist jetzt alles, was ich in dem Programm drin habe, ist jetzt hier sichtbar. Also ich habe gar nichts drin. Aber wir können jetzt nach und nach unsere Motive da reinholen und nachbearbeiten. Mit dem Plus können wir ein Bild importieren. Und das Ganze ist auf der Filmrolle. Da haben wir es gespeichert. Und da gehe ich jetzt auf den Wal. So, und hier kann ich jetzt zur Not noch Korrekturen vornehmen. Also erstmal sieht es so ganz gut aus. Es ist im Übrigen, es müsste bei euch sein, dass es als Form gespeichert wird. Also ihr wollt jetzt nicht irgendwie die Farben daraus extrahieren. Also mit dem Programm kann man auch zum Beispiel aus Fotos bestimmte Farben extrahieren oder sich eine Farbpalette zusammenstellen lassen. Gibt hier natürlich wenig Sinn, weil es einfach nur schwarz ist. Aber wir wollen auch die Form nachzeichnen. Also bitte hier Form wählen und ein Häkchen setzen. Und jetzt könnte ich noch mal an gewissen Stellen was nacharbeiten. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel mit dem Radiergummi hier vorne das ein bisschen rund zeichnen. Aber da muss ich wahrscheinlich aufpassen, wo ich hier arbeite, damit es dann wieder zusammenpasst, ne? Wenn ich jetzt den Bauch unten radiere, dann passt natürlich das andere nicht mehr. Also ich sollte zumindest wissen, wo ich nur diese Farbe habe, oder? Genau. Aber in dem Falle wusste ich es tatsächlich auswendig, dass ich ja an dieser Stelle Ja, eine. nix, ja. Und weil ich Ja. es gerade bei mir sehe, bei mir ist da war unsauber ausge. Das weiß, das kann ich jetzt quasi mit dem Pinsel wieder füllen, ne? Genau. Und zwar passiert das in dem Falle, wir haben eine Außenlinie gemacht, haben die Farbe reingezogen und an diesen Stellen ist der Farbauftrag vielleicht nicht 100% dann, sondern nur 90%. Und dieses Adobe Capture muss halt irgendwo sagen, also irgendwo muss ich den Schnitt machen und dann mache ich ihn halt bei 95%. Was nur mit 90% Farbe drauf ist, wird halt weiß. Und du kannst das aber mit, jetzt muss ich gucken, mit dem Pinsel hier unten kannst du das nochmal nacharbeiten. Jetzt habe ich zu schnell geklickt, hier unten mit dem Pinsel. Ich dachte, dass es bei mir jetzt auch erscheint, aber tatsächlich ist meine Fläche jetzt sehr durchgehend. So. Aber wenn ich damit fertig bin, kann ich sagen, speichern.
Und hier oben müsste schon, muss man gucken. Okay, hier müsste schon SVG stehen. Und ich kann sagen, speichern. Würdest, also hast du sie umbenannt? Nein. Kann man das? Ja, das kann man dann hier unten auf diese drei Punkte dann klicken, Einfach bearbeiten. machen. Ich habe, warte, Moment. Stand da nicht eben was mit? Moment, jetzt muss ich hier benennen. Ich habe nur falsch drauf geklickt. Ich hätte auch diesen ganzen Bildern vorhin schon Namen zuweisen können, aber ich habe die in meinen Fotos einfach nur als Form 1, Form 2 und sowas gespeichert. Und dann Okay. weiß ich nicht, ob was übernommen hätte, aber man kann an Ja. verschiedenen Stellen den Namen, also Wahl. Wahl 1. Speichern. So, dann kann ich mit dem nächsten fortfahren. Wieder mit hier unten über das Plus. Bild importieren von der Filmrolle. Ja, und hier erstmal das Häkchen setzen. Und hier sieht man dann bei mir auch das Problem. Also ich habe es auch nicht ganz so ordentlich gezeichnet. Ich kann jetzt hier, wenn ich möchte, das gerne nochmal nachzeichnen. Oh, das ist mir aber zu groß. Hiermit kann ich den Stift vergrößern und verkleinern. Kann dann nochmal. Das heißt, und gerade fürs Plotten sollten wir halt nur schauen, dass wir wirklich das Füllung nicht die Kleinstteile entfernen. Na, vor allem in meinem Silhouette Studio könnte man das ja durch Pfad aufheben, nochmal bereinigen, aber nicht alle Programme haben das schön. Na, oder was würdest du sagen, Miriam? Ja, also ich mag es am liebsten, wenn die Datei sozusagen fertig ist und dann einfach nur noch in der Plotter oder im Ja. Programm geöffnet werden muss. Na. Ach. So, hier in diesem Programm so hin und her zu navigieren, ist gar nicht so Ich einfach. auch, ja. Ich merke es auch gerade. Wenn ich jetzt hier, weil ich habe gerade den Fall, ich zeichne hier gerade nach und danach würde ich aber gern radieren. Geht das auch? Dann sagst du fertig, Ah, und dann gehst kann ich dann es auf noch das machen. Radiergummi und dann Ah, kannst und du dann kann ich radieren. wieder anfangen. Okay. Okay, danke. Fertig. Radieren. Also sagen wir mal so, wirklich komfortabel ist es nicht, aber es ist halt auch wirklich einfach ein kostenloses Programm. Ja. Das iPad bietet noch andere Programme, wo man es umwandeln kann. Ich muss aber sagen, ich habe die noch nicht getestet. Also falls jemand die schon getestet hat, wo man irgendwelche Pixelbilder in Vektordateien umwandeln kann, schreibt es gerne mal rein. Ich teste das gerne mal. Aber ich finde das jetzt super, weil für alle, die mit dem Design Space zum Beispiel arbeiten oder auch mit dem Canvas von Brother, die haben ja dann nicht die schöne Möglichkeit, eben diesen verknüpften Faden zu arbeiten. Die können das nicht mehr richtig schön bereinigen. Und da ist ja das eine super kostenlose Alternative. Genau. So, also fertig und speichern. Ach ja, hier kann ich vielleicht, da kann ich auch die Form nochmal den Namen ändern. Wahl 2, schreibe ich jetzt mal Bauch hin und speichern. Ah, und so arbeite ich mich dann durch die einzelnen Ebenen. Mal, aber auf die Kommentare, weil das kann ich ja dann wirklich also nach und nach machen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber macht ruhig weiter, weil es ist noch eine gute Übung. Wir haben da ja 4 oder 5 Ebenen sozusagen. Das heißt, das wird auch dann in Muskelerinnerung gespeichert und auch im Kopf vielleicht die einzelnen Schritte, dass man das auch später wieder wiederholen kann. Ich schaue gerade, Procreate ist ganz neu für mich. Ich freue mich, dass ich es in Ruhe nochmal nacharbeiten kann. Vielen Dank euch beiden. Miriam hat mir vor ein paar Jahren schon mal bei meinen ersten Stunden mit dem Plotter weitergeholfen. Ich glaube, du bist gemeint, liebe Miriam. Hierfür auch nochmal vielen lieben Dank, sagt die Bärbel. Alles Marion klar, sagt. danke. Aber eigentlich ist es ja egal, weil wahrscheinlich hast du auch genug Leuten in den ersten Plotterstunden schon weitergeholfen, weil wir eh beide Miriam heißen. Weißt du das?
Dann die Marin muss es nochmal in Ruhe später anschauen. Sie ist erst dazugestoßen. Petra sagt, ihr erklärt das alles so toll. Hab seit letzter Woche mein neues iPad und hab genau sowas gesucht. Danke. Ja, das freut uns natürlich. Super, das freut mich. Und die Barbara fragt, also auch die Barbara, wenn man jetzt aber in Adobe an den Außenkanten etwas verändert, sind dann später die verschiedenen Ebenen wieder deckungsgleich? Na eben, das haben wir gerade gesprochen, Miriam, ne? Dass man da aufpassen muss. Ja, ich würde es tatsächlich nicht so viel ändern, aber hier ist zum Beispiel, jetzt bin ich gerade als Beispiel bei diesen Tropfen, da ist es wurscht, ob die jetzt einen Millimeter größer sind oder nicht. Also da kann Ja. ich jetzt problemlos, aber tatsächlich an den Außenlinien wäre ich ein bisschen vorsichtig, das in dem Programm hier zu ändern. Ja, gerade vor allem, wo es halt wirklich zueinander passen muss. Da liegt es ja quasi obendrauf auf einer anderen Gesamtfläche. Da wäre es. Genau. Und da ist noch die Frage: Glättest du die Kanten? Sollte man das machen? Stimmt, das kann man auch noch machen. Jetzt muss ich mal selber gucken, wo das gerade ist. Wie gesagt, tatsächlich arbeite ich, da oben. Tatsächlich arbeite ich gar nicht so viel mit Adobe Capture, weil ich natürlich die ganzen anderen Adobe-Programme habe und die sind da einfach nochmal komfortabler. Aber ich brauche Aber sie auch beim regelmäßig für meine ja. Arbeit. Die sind sonst, finde ich, immer schon heftig vom Preis her, wenn man das nur als Hobby machen Ja. möchte. Aber mit Glätten wäre wieder das gleiche Spiel, am besten auch nur für die Dinge, die innen drauf liegen, damit eben auch wieder alles am Schluss zusammenpasst. Also wenn ich jetzt den Bauch unten mit der Farbe beides glätte, dann passt es ja auch nicht mehr so. Also es kommt halt drauf an, ne? Genau. Unter Umständen. Ja, muss man halt am Ende mal gucken. Also zur Not ein Punkt oder zwei Punkte, wenn sie irgendwie verkehrt sitzen, kann man ja auch dann in den Programmen von den Plottern. Also ich habe jetzt einfach mal Glätten angewählt und dann kann man sagen ein und aus. Hier sieht man schon, dass es so noch mal näher ran, keine Glättung und so ist die Glättung an. Und das Problem ist, hier baut er mir eine Nase rein, wenn ich sage Glätten. Das finde ich, ist nicht wirklich geglättet. Ja, über Geschmack lässt sich anscheinend nicht streiten. Und der macht halt dann, was er programmiert hat. Keine Ahnung. Genau. Da ist die Frage, was du um deinen Stift hast. Das ist von einem, lass mich mal gucken, vielleicht habe ich noch einen da. Das ist im Grunde genommen von einem alten, kaputten Gelstift. Können wir das erkennen? Ja, ist es dieser Griff. Ich hatte tatsächlich eine komplette Hülle drum, so eine Metallhülle, die von hier bis hier ging, und die hat den Stift noch schwerer gemacht. Und dann fange ich an, mich in der Schulter zu verkrampfen. Da habe das drum gemacht. Da das aber eigentlich zu groß ist, sind da jetzt noch ein paar Runden Washi-Tape drunter. Aber fällt jetzt. Ich habe das Gefühl, das Washi-Tape ist sowieso das Notding für alles. Es wird so oft für eingesetzt, um irgendwo zu helfen. Ich finde das super. Wo man das Ja, mal überall kurz findet. irgendwo was dran geklebt. Und das absolut Praktische ist, ich habe mal irgendwann für eine Firma Washi-Tape, wie heißt es, designt und ich habe ungefähr noch 100 Rollen jetzt. Also ich kann das wirklich auch großzügig verwenden. Super. Da ist noch die Frage, wie wäre es mit Inkscape? Steht da hier noch? Ich weiß gar Verwendest du nicht, gibt Inkscape? es Inkscape fürs Pad? Echt, habe ich Boah, noch nee, nicht das weiß ich probiert. nicht. Das war nur Ach die so. Frage generell. Stimmt, wir sind ja hier im iPad. Ich glaube, hätte ich es auch noch gar nicht geschaut. Also am Rechner ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Ich weiß es gar nicht. Hat Inkscape so eine automatische Nachzeichenfunktion? Ja, es Ich gibt ja was glaube mit, ja. ja, es hat was, aber ich arbeite auch nicht viel mit Inkscape, deswegen, ich könnte die Schritte jetzt auf die Schnelle. Ich habe es mal gemacht, schon ewig her. Ich weiß, es geht irgendwie nicht so kompliziert, aber ich verwende es auch nicht. Ja. Okay, also wie gesagt, ich habe tatsächlich noch nicht damit gearbeitet, also ich habe ganz wenig mit Inkscape. Ich empfinde es als relativ unübersichtlich, aber einfach, weil ich ewig lange schon in Illustrator arbeite und da ziemlich fit bin. Dann Dann, warum sollte man das dann mit Inkscape machen? never, never change a running system. Ja, ihr macht da super ein tolles Team. Danke, das freut mich natürlich. Ja. Ich habe auch alle Adobe-Programme. Das wäre auch mal interessant, wie man es damit macht, weil ihr gefragt habt, was wir noch im nächsten Livestream haben wollen. So, ja. Ja, also wenn da, es ist immer die Frage, ne? Wie, also ich bin ja nicht dagegen, ich habe ja auch Adobe-Systeme, aber da wird es dann schon komplex. Und wie gesagt, viele haben ja, glaube ich, im Hobbybereich nicht unbedingt das Abonnement. Aber wir Also könnten es, es ja mal besprechen.
Ja, es nennt sich, glaube ich, Live Trace oder Image Trace. Es heißt Image Trace. Und da könntest du vielleicht mal gucken, ob du da ein Video bei YouTube irgendwo findest. Du lädst auch, du kannst sogar die Ebenen alle gleichzeitig reinladen und kannst dann nach und nach gehst in die einzelnen Ebenen rein und kannst dir das nachzeichnen lassen. Und da hast du auch sehr viel mehr Möglichkeiten, das nochmal wirklich anzupassen. Ja, und du sprichst jetzt ja auf dem Illustrator, ne? Weil auch die Petra sagt, welches Adobe-Programm würdest du Ja. empfehlen? Das ist der Ich meinte Illustrator. Illustrator. Illustrator ist das, wo du in dem Falle mit diesem Image Image Trace Trace. eine Pixeldatei in eine Vektordatei umwandeln kannst. Dann noch eine Frage von der Bea. Nutzt ihr eine Paper-like-Folie? Verwendest du das? Ich hatte lange Zeit eine drauf. Ich finde das auch sehr angenehm zum Zeichnen, weil es so ein bisschen wirklich so einen Papiercharakter dann hat. Es ist bei mir so gewesen, dass in der Mitte, so nach einem Dreivierteljahr, war die blank. Also weil ich einfach dermaßen viel gezeichnet habe, war die dann irgendwann einfach abgearbeitet. Und man muss beim Aufkleben aufpassen. Es verändert sich auch die Darstellung. Also das wird so ein bisschen kristallig, kann man vielleicht sagen. Also wenn man da drauf guckt, hat man manchmal. Ich kann es gar nicht, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Also es verändert sich zumindest die Ansicht. Sie wird ein bisschen unklarer, also weicher. Und je nachdem, in welchem Winkel man drauf guckt, hat man manchmal Farbstörungen. Also im Grunde genommen wie so diese Farbstörungen auf einem Foto, wenn man wirklich eine schlechte Kamera hat. Da hat man ja auch manchmal in dem blauen Himmel dann rote Pixel oder so mit drin. Ja, okay. Das ist natürlich dann weniger praktisch, gerade bei Illustrationen, die man erstellen soll. Ja, es ist, denke ich, eine Gewöhnungssache. Also ich fand es okay mit der. Ich habe auch noch eine liegen. Ich habe es aber tatsächlich gar nicht mehr drauf gemacht dann, weil ich eigentlich auch so klarkomme. So, ganz kurz, lass uns das nochmal kurz beenden. Mit den drei Punkten, wenn ihr dann auf die einzelnen Formen geht, könnt ihr das Ganze dann noch verschicken. Also, das muss ich gucken. Exportieren als SVG. Und dann könnt ihr es zum Beispiel per Mail versenden an euch, weil ihr dann vom Rechner aus das Ganze in die einzelnen Programme von den Programm. Plottern laden könnt. Ich weiß gar nicht, ob man die alle zusammen, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass man die zusammen versenden kann. Müsste ich mal rausfinden. Und ich schaue gerade auf deiner Webseite, werde ich suche ich parallel schon noch mal diese Tasche her, von der du vorhin gesprochen hast. Wo hast du gesagt, finde Ja, ich die? im Blog. Guck mal, oben ist. Ja. Ich bin im Blog und dann also ich sehe eine Tasche, die ist bräunlich und ich sehe eine Tasche, die liegt mit so einem marmorierten Effekt. Ja, das ist tatsächlich auch. Ja, einmal diese hier. Ah, du hast ja. Dann hätte ich es mir ja Woran? sparen können. Das kann man Da. ja eh schön sehen. Genau, da sind die Stoffe. Super, Und ja. das sind auch die Blumen, die am Gründen wachsen. Also Gründen ist so ein sehr auffälliger Berg im Allgäu, der Wächter des Allgäus. Und das habe ich da oben gezeichnet und habe mir das dann drucken lassen. Super, gefällt mir total gut. Ja. Ah, ich sehe noch eine Frage. Gibt es später noch die Möglichkeit, die Zeichnung gleichmäßig zu verkleinern, wenn ich meine Zeichnung am Ende nur 4 cm groß geplottet haben möchte? Das würde ich tatsächlich später in dem jeweiligen Programm machen von deinem Plotter, also Genau. Studio, Scan, Cut oder Design Space. Genau. Und Jetzt dann habe halt ich da. Da muss man natürlich jede Ebene jetzt hineinladen, damit alles da ist, alles markieren und dann größer ziehen, damit das wieder in der Relation passt. Ich glaube, darauf ging die Frage raus, dass es eben stimmig ist. Ja? Also alles öffnen und gemeinschaftlich verändern. ja. Und wundert euch nicht, also diese Zeichnung, wenn ihr jetzt bei dieser Datei, die ihr in Procreate angelegt habt, wirklich die 4000 Pixel ausnutzt und das umwandelt, dann wird nachher ein Riesenbild bei euch erscheinen. Also ihr müsst dann, ihr habt dann wirklich über 30 Zentimeter, das geht über die Arbeitsfläche im Normalfall hinaus und ihr müsst dann proportional verkleinern. Und dann möchte noch jemand wissen, wo du diesen Stoff drucken lassen kannst. Spoonflower.
Moonflower. Ah, kann ich ja eigentlich mal einschreiben, ne? Ich suche den Link gleich her, dann schicke ich euch gleich den Link. Also es gibt mehrere. Es gibt ja noch Stoffen, also Stoff N. Und oh, es gibt noch irgendeins. Und da können eben auch Kunden dann kaufen. Also ich habe mich für Spoonflower entschieden, weil das international ist. Und da können andere auch zugreifen und können diese Stoffe dann kaufen. Hat nicht Stoffen auch immer so Wettbewerbe? Oder haben Sie das noch? Die haben ja monatlich da irgendwie so ein Thema, glaube ich, ja. Und dann kann man seine Endlosmuster reingeben und dann wird immer wer gewählt oder so. Das habe ich vor Jahren mal Genau, mitbekommen. das stimmt, das war mal. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch machen, aber bei Spoonflower gibt es das auch wöchentlich. Also dann bekommt man Wow. Tipps, also Prompts, also man bekommt ein Thema und kann dazu was machen. Und das ganz Spannende ist, dass die echt auch sehr trendig sind, diese Themen. Also wenn man so gucken will, was Trend wird, kann man tatsächlich in diesen Wettbewerben von Spoonflower mal schauen, was so die nächsten Wochen dann für Themen dran sind. Ist nicht immer so, Super. aber teilweise finde ich es wirklich ganz spannend, das zu beobachten, weil ich natürlich durch meine Arbeit mich auch mit Trends beschäftige. Schön. Aber bevor jetzt, ich glaube nämlich, dass einige, also wir sind noch genügend da, aber ich glaube, gehen jetzt irgendwie Essen vorbereiten oder essen. Bevor wir Ja. da viele verlieren, liebe Miriam, wir müssen noch unbedingt auf deine Challenge aufmerksam machen. Genau. Und zwar startet übernächste Woche bei mir die sogenannte Procreate-Postkarten-Challenge. Und weiß Nenn ich, dich kannst du jetzt da auch. auch Ich habe aufpassen? sie hier in Groß. Achso, und du siehst es jetzt nicht. Ich habe jetzt da, wo dein Bild ist, gleich die Webseite offen. Also man Alles sieht's. klar. Okay. Und zwar werden wir innerhalb von 5 Tagen immer in ganz kleinen Lektionen eine Postkarte entwerfen, die wir am Ende sogar wirklich bei einer Online-Druckerei hochladen können und drucken lassen. Und ich habe das Ganze mal getestet. Jetzt muss ich mal ganz kurz aufstehen. Ich habe dabei den Link auch gerade gepostet. Also ihr findet den Link zu Miriams Challenge jetzt in den Kommentaren. Ich werde das dann auch in der Beschreibung vom YouTube-Video noch reingeben, dass ihr den Link wieder findet. Und jetzt blende ich dich groß ein, damit man deine Ah ja, schöne okay. Karte sieht. Also das sind jetzt einfach tatsächlich 2 Postkarten, die ich dafür mal vorbereitet habe. Wir werden ein anderes Motiv zeichnen, aber das werde ich noch nicht verraten. Genau. Und wie gesagt, bei der hier Seite. Genau, so sieht's aus. Das hast du übrigens wunderschön vorbereitet, diese Landingpage, finde ich. Kann man hier sofort auf Anmelden gehen und kriegt dann die Infos per Mail, wenn es losgeht. Und wann hast du gesagt, da geht's 3. Mai? 3. Mai bis 7. Mai. Also es sind immer kleine Portionen, sodass man das tagsüber ganz gut in den Alltag mit reinpacken kann. Mittwochs dauert es ein bisschen länger, weil man vielleicht die Karte überhaupt zeichnet. Aber ist nicht schwer und wir nähern uns Stück für Stück dieser fertigen Karte. Und machst du das in Live-Videos oder jetzt mit aufgezeichneten Videos? Die Videos sind aufgezeichnet. Es gibt dazu aber eine Facebook-Gruppe, wo dann einfach nochmal nachmittags Fragen beantwortet werden. Und Ach, die Videos kann super. man sich dann aber auch im Nachhinein anschauen. Sehr gut. Also ich hoffe, wenn ich Zeit habe, werde ich da auf jeden Fall versuchen mitzumachen. Die Woche ist ein bisschen, ich werde schauen, vielleicht. Vielleicht sitzen wir Ja. alle im Klassenzimmer von der lieben Miriam und machen Ja, Postkarten. genau, würde mich freuen. Ja, und ich schaue da gerade, ich bin schon zur Postkarten-Challenge angemeldet, schreibt die Katharina und freue mich schon sehr darauf. Ich glaube, das wird richtig toll, das glaube ich auch. Oh, schade, da habe ich leider für längere Zeit nur eine Hand zur Verfügung. Ja, das ist natürlich, das tut mir leid, Cordula. Da muss Warte ich aber auch. mal, welche Hand? Deine Zeichenhand? Cordula, hast du deine Zeichenhand zur Verfügung oder die andere? Warte mal. Weil bei Procreate brauchst du nur eine Hand, also da brauchst du ja gar nicht mit 2 Händen. Ja, Cordula schreibt also nur als Zuschauer. Aber vielleicht, liebe Cordula, kannst du ja doch mitmachen. Jupp, die Zeichenhand, leider. Okay, weil tatsächlich ist es auch ganz interessant, wenn man mal versucht, mit der Nicht-Zeichenhand zu malen, dann kommen da völlig verrückte Sachen raus. Also meine linke Hand hat einen ganz anderen Stil als meine rechte Hand. Natürlich nicht so geübt, Also natürlich, meiner aber wäre, glaube ich, kindlich im Alter von 3 Jahren. ja, aber das kann ja auch geil aussehen. Ja, das stimmt. Da hast du allerdings recht. Das könnte ja gewollt sein, gell? Richtig. Stimmt.
Super. Also die Anna und die Cora schreiben, nee, die Cora schreibt, das wird nichts, okay, aber die Anna ist dabei. Und jetzt schaue ich, da waren noch ein paar. Kann ich diese im Silhouette-Studio einfach skalieren oder sollte ich die Bildgröße verändern? Nee, Marion, das kannst du im Silhouette-Studio einfach skalieren, jede Ebene reinziehen und dann gemeinschaftlich, also könntest du auch schon zusammenbauen, alles markieren und dann auf die Größe ziehen, die du brauchst. Genau, so würde ich das machen. Ich würde tatsächlich erst alles reinladen, alles zusammen markieren und dann gleichzeitig verkleinern, vergrößern, wie auch immer du Was das man haben willst. braucht, genau. Und da war die Frage von der Julia, ob ich das nochmal im Silhouette. Ich denke, dass sie jetzt mich damit gemeint hat, mit Miriam, ich weiß es nicht. Aber heute zeige ich das nicht, wie man das im Silhouette-Studio noch zu Ende bearbeitet, weil im Prinzip öffnest du dann nur die Dateien. Also das alles, die Vorbereitung, was Miriam jetzt gezeigt hat. Vielleicht sollte ich dich in Zukunft auch Miri nennen, Miriam. Ja, mach das ruhig, alles gut. Falls ich es schaffe, aber bei mir ist, ich habe es nicht so na? Spitznamen. Spitzname, mir ist jetzt nur Kosename eingefallen, das war ein bisschen mit Spitznamen. Ich weiß auch nicht, aber ich werde es versuchen, weil dann wird es klarer. Also im Prinzip alles, was Miri heute gezeigt hat, wenn das richtig schön in Ruhe nachgearbeitet ist, dann brauchst du es nur noch öffnen und es ist fertig. Ja, also von dem her gibt es nicht mehr viel zu zeigen. Genau. Wir harmonieren, lese ich gerade. Ich habe das Gefühl auch, liebe Miri. Ja, das Es macht stimmt. total Irgendwie ist es Spaß, wenn du so da bist. entspannt. Ja. Dann die Caro, sehe ich gerade, hat sich gerade für die Challenge angemeldet. Sehr brav. Die hat nämlich gerade neu, das war die Caro, die bei mir immer da ist, ne? Einmal im Monat zur Plotter-Expedition. Meine Okay. Liebe, die gute Seele des Raumes da, wenn sie da ist. Und die hat ganz neu Ja. ein iPad und das heute in Betrieb genommen. Und also wenn sie das Okay. heute auch, dann haben wir das gut hingekriegt, wenn das gleich umsetzbar war. Ist echt toll. Ja, super. Ja, ich kann es beidhändig. Ich bin damals zur Schule umgezogen worden. Ah, ja, okay. Ah, scheiße, ja. Ja. Man kann mit der Nichtzeichenhand viel besser die Proportionen. Ah ja, man kann mit der Nichtzeichenhand viel besser die Proportionen. Wahrscheinlich machen, fehlt noch das Wort. Kann Okay. das sein? Das weiß ich nicht. Ich weiß, wenn man Sachen auf den Kopf zeichnet, weil man sich dann nicht von dem Motiv ablenken lässt, Lenken. sondern einfach guckt, wo kommt Über welche die Linie hin. Linie, ja, das habe ich auch schon mal in so einem Zeichenbuch habe ich das mal gelesen. Ja. Also sie meint erfassen, man kann die Proportionen besser erfassen. Das werde ich ausprobieren. Okay. Kann man eigentlich nur einen einfachen handgeschriebenen Text schreiben und diesen dann auf Karton auszuschneiden? Ja, ist ja im Ja. Prinzip ganz das Gleiche. Genau. Ja. Und jetzt kommen noch die iPad-Fragen, die waren nämlich vorher auch schon, oder war noch ich will ja nicht vorgreifen jetzt mit den ganzen technischen Fragen, die jetzt vielleicht noch zu beantworten sind, gibt es nichts mehr zu klären, oder? Gezeigt haben wir Nee, ich alles, glaube was du nicht. Also wir haben vorhattest. im Grunde genommen die Sachen jetzt an den Rechner geschickt und damit hört es, glaube ich, auf. Also dann, Genau. ich denke, die meisten kriegen es dann wirklich einfach in das Programm rein. Beziehungsweise Genau. die jetzt zum Beispiel Silhouette Studio haben, können es ja auch schon die PNG-Dateien Genau. Ab reinladen. 4.4 Version, glaube ich, ist dann automatisch. Ja, ab welcher Also Version, das wie weiß ich jetzt groß nicht. ist, also wie viel Zoll war die Frage, welches iPad? Ich glaube, die Fragen nochmal, die glaube ich eh jedes Mal kommen. Moment. Und die Maren schreibt, sie hat 12.9 iPad Pro. Ja, genau, das habe ich auch. Welches iPad? Ich muss selber gucken, was ich habe. Ich habe mir hab mal einen Bericht darüber geschrieben. Damit arbeite ich. Also ich habe das 12.9 zweite Generation und den Apple Pencil erste Generation. Ich habe mir jetzt neu gekauft, weil meine Kinder immer und dann habe ich gesagt, ich kann es nicht haben, wenn meine Kinder manchmal auch malen. Und wenn sie malen, das möchte ich ja eigentlich fördern. Ja? Wenn sie Procreate und Spaß haben, dann ist es wenigstens irgendwie sinnvoll. Ja. Aber ich mag ungern teilen. Und nachdem meins auch schon ein bisschen älter war, haben die jetzt quasi mein altes und ich habe jetzt ein neues. Aber was mir passiert ist, ich habe jetzt das sieht man jetzt nicht, der ist mir runtergefallen und ist da vorne gebrochen. Oh nein. Er geht noch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er noch ganz so gut, ob es ganz so smooth ist, wie es sein könnte. Aber ich will mir jetzt keinen neuen Zweierstift kaufen. Ja. Aber ich Ja. ärgere mich so ein bisschen. Ja, Was das ist kann der ich verstehen. Nachteil? Weil ich kann ihn ja jetzt da dazu klappen. Das haben ja die neuen so, ne? Das ist magnetisch. Aber dadurch ist er mir halt mal auch so auf den Boden irgendwie gefallen. Ja.
weil ich es irgendwie so weggeschoben habe. Das Ja. nur als Detail am Rande, nicht so wirklich wichtig. Ja, und meiner ist übrigens in London, ist mein zweiter, ist mir in London kaputt gegangen, als ich da zeichnen wollte. Ich weiß nicht, der ging einfach nicht mehr. Und in London haben die andere Richtlinien, was, na, wie heißt es, ein Jahr Garantie? Garantie und danach diese Gewährleistung. Das haben die nicht mehr. Das heißt, die haben mir angeboten, dann mir irgendwie 10% auf den Kauf eines neuen zu geben. Und in Deutschland habe ich komplett das Ding ersetzt bekommen, ohne eine weitere Frage, weil er einfach nach 13 Monaten ging er nicht mehr. Ja? Und deshalb, also falls jemand die Idee hat, das im Ausland zu kaufen, weil es günstiger ist oder so, Ist nicht immer überlegt es euch. vorteilhaft, ja. Und weil ich gerade sehe, viele sagen jetzt, ich kann eine neue Spitze kaufen. Es geht bei mir nicht um die Spitze, das sieht man nicht, weil es jetzt so, sondern es ist der Stift, das stellt sich Ja. jetzt nicht scharf, aber es ist nicht die Spitze, es ist hier wirklich ein Schrick in diesem, in dem Stift halt. Also das kann ich nicht austauschen, leider. Ja. Aber es ist ein guter Hinweis, mit dass im Ausland kaufen nicht immer gut ist, gerade was Garantie ist oder wenn es Problemfälle gibt, auch weil ja viele oft aus Amerika was importieren wollen. Wenn es das für uns noch nicht gibt, ist halt immer so die Frage, ein gewisses Risiko, abgesehen, wenn es was Elektrisches ist mit Spannung und Stecker und so, ist eh immer so eine Sache. Aber eben gerade, wenn was mal nicht funktioniert, ist es halt dann doof. Genau. Ja. Und die Barbara sagt, immer ein guter Grund, was Neues zu kaufen, weil die Kinder das alte iPad bekommen. Ja. Ja, Ich ich muss auch weiß. sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, Procreate, ich finde es auch echt genial für Kinder. Also Johannes hat da, gut, normalerweise sage ich den Namen meines Sohnes nicht online, also mein Sohn, wie auch immer er Oder heißt. ich. Naja, passt schon, er hat einen anderen Nachnamen. Der zeichnet tatsächlich auch sehr gerne mit Procreate und er hat wirklich auch schon Sachen für die Schule gemacht. Also einmal eine kleine Animation, wo irgendeine Blume aufgeht. Genau. Er hat, kommt gut in irgendwelchen Vorträgen. Ja. Er musste mal ein Herbarium machen, da hat er die Titelseite dafür gestaltet und ich weiß gar nicht, was er letztens noch gemacht hat. Also es ist immer mal irgendwas, dass er was Krass. macht. Also es, Ja. Ja, ich ja. finde das auch. Und meine Tochter hat auch eine Animation gemacht. Und das ist ja auch das Tolle, wenn sie dann herkommen und sehen, was man macht. Und erstens kann ich dann das erzählen, was ich kann oder ihnen zeigen. Und dann machen sie etwas, was ich auch noch gut finde. Also, ne? Also geht ja nicht um mich, aber ich finde es halt besser, als sie spielen halt, was sie halt sonst gerne machen. Allerdings finde ich dann auch immer Apps drauf installiert, weil es ja auch sich synchronisiert und denke mir so, okay, doch nicht gezeichnet worden. Okay. Ja, nee. Gut, die Kinder freuen sich auch. Genau. Hat keiner gehört, sagt die Petra mit dem Namen. Gut, ach, dann ist ja gut. Und jetzt beim Video werde ich es rauscutten. Im Ach Nachgang. ja, wenn du das möchtest, mach das. Ansonsten, Ich weiß gar nicht, wie das geht, muss ich ach gestehen. so. Müsste ich wahrscheinlich im YouTube. Ja, wird schwierig. Beim Piep überlegen. Über Ein Bloop, genau so ein Dzit. Vielleicht gibt es genau. sowas. Weiß ich nicht. Genau. Aber ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Fragen. Zumindest sehe ich jetzt keine mehr. Wenn ich jetzt eine übersehen habe, die noch jemanden auf der Seele brennt, dann bitte jetzt nochmal tippen. Dann sehe ich es noch. Ich kann meine Wahlkörper. Ich kann meine Wahlkörper, wird in Adobe war ganz weiß angezeigt. Was habe ich falsch gemacht? Der Wahlkörper wird weiß angezeigt im Capture. Aber er ist in Schwarz. Ist er, wenn er in Schwarz gespeichert ist? Mit. Vielleicht hat sie. Nee, auch nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Wüsstest du, warum der weiß sein sollte, wenn sie es in Schwarz speichert mit transparentem Hintergrund? Keine Also Ahnung, hatte nochmal. ich noch nicht das Problem. Ja. Aber ist er denn sichtbar? Könnte man ihn denn einfärben? Ich habe, glaube ich, noch nie was. Ja, aber vielleicht kann Krönchen, weil Krönchen67 hat das geschrieben, vielleicht kannst du nur bestätigen, dass du es auch in Schwarz gezeichnet hast und ohne den Hintergrund abgespeichert hast, ja. Als ob das Blatt leer ist, schreibt sie. Okay, aber da ist was, oder wie? Kannst du das sehen? Wir warten mal, ob sie noch was schreibt. Muss ich die Dateien als SVG-Dateien zum Plotten importieren? Genau. Habe ich, sagt sie.
Und dann nein, oh Gott, jetzt kommt eine Antwort und ich weiß die Frage. Also sie hat geschrieben, Miriam, sie habe ich und nein. Also habe ich wahrscheinlich schwarz und mit transparentem Hintergrund und man sieht, glaube ich, kein Objekt. Dann wüsste Okay. ich im Moment gerade nicht. Und wenn du das, und wenn das Bild in deinen Fotos siehst, siehst du da den Wal oder ist das auch weiß? Weil dann könnte man zumindest feststellen, ob es beim Speichern irgendeine Schwierigkeit gab oder dann im Adobe Capture das auftritt, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt noch mal was probieren. Vielleicht ist da auch diese. Und da haben wir noch jemanden, bei dem das auch passiert ist. Okay. Bin jetzt gerade am gucken. Nee, Und hier. ich erkläre da weil der Martina, warum wir das in Schwarz gespeichert haben, damit es einfach kontrastreicher ist, wenn es umgewandelt wird. Ich meine, du könntest natürlich auch andere Farben speichern. Wäre im Prinzip auch kein Problem, nachdem es dann eine SVG-Datei wird. Oder gibt es da einen Grund, warum du das schwarz gemacht hast, wenn wir es eigentlich dann als SVG exportieren, Miriam? Ich mache das einfach nur, bei Schwarz und Weiß ist der Farbunterschied am allergrößten und dadurch ist es am leichtesten für so ein Wahrheiten. Nachzeichenprogramm, die Linien zu erkennen, als wenn ich jetzt Okay. ein hellgrau auf dem weißen Hintergrund Ja. habe. Das heißt, du unterstützt damit auch schon Adobe Capture in der Bilderkennung sozusagen. Deswegen, weil wir Genau. den Kontrast maximiert haben. Genau. Ja. Was du versuchen könntest, ist, wenn du dein Bild reingeladen hast, in dieser Fläche, wo wir hier einfach das Häkchen gesetzt haben, dass du hier bei dieser Belichtung nochmal guckst, ob du da was verändern kannst oder ob du hier bei der Helligkeit, Ah, jetzt hast du einen weißen Wal, ja. ja Aber genau, ich mit habe jetzt schwarzem irgendwas Hintergrund. umgekehrt. Ja, Ich habe ja. jetzt, ich habe tatsächlich diese Funktionen ganz selten benutzt. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen. Also ich würde es jetzt einfach mal ein bisschen. Weil hier hat er Ja. mir jetzt irgendwie die Belichtung hochgehauen. Aber Also ich habe jetzt Krönchen schreibt, ja. das Umgekehrte, also ich habe jetzt alles schwarz. Ja. Aber zumindest, ich glaube, Krönchen schreibt die Fotos. In den Fotos sieht man schwarz und bei allen anderen Ebenen funktioniert es auch. Ich würde dann einfach nochmal einen Schritt zurückgehen zum Procreate, das nochmal abspeichern, weil vielleicht ist wirklich irgendeine Umstellung passiert, dass man wo angekommen ist und würde es dann einfach noch einmal probieren mit diesem Teil, der nicht ging. Und Ja. dann ist noch die Frage von der Jessica, brauche ich die Designer-Edition von Silhouette Studio für SVG-Dateien? Ja, sonst kannst du sie nicht öffnen. Dann müsstest du im Prinzip nachzeichnen, aber dann passen halt natürlich die Teile nicht mehr richtig zusammen. Ne? Nee? Dann kann sie ja den Schritt vorher schon machen. Und zwar einfach diese Bilder, diese PNG-Dateien Das reinladen, weil dann wird stimmt. es ja automatisch nachgezeichnet. Hast du recht, habe ich jetzt einen Denkfehler? Stimmt, wenn du das nicht hast. PNG, da brauchst du nur also die mindestens 4.4, glaube ich, Version vom Silhouette Studio. Ab da wird eine PNG automatisch zur Schneidedatei. Danke, Miriam. Ja, Genau. weil ich habe tatsächlich auch nicht die Design-Edition. Echt? Echt? Du bist in der Basisversion. Ich habe das nicht. Nein. Ich mache das meiste ja im Illustrator und dann brauche ich Ja, nur die ja, fertige ja. Datei mir da reinziehen. Ich hatte Das ist. damals dieses, es gab ja mal diese Anbindung an Illustrator. Ich weiß gar Ja. nicht mehr, wie das heißt. Und das wurde irgendwann nicht weitergemacht und damit habe ich dann nie wieder Also, irgendwas, ja, nur die verstehe. kostenlose Okay, Version ja, drauf. macht klar. Okay. Ich glaube, irgendwas war jetzt noch und dann glaube ich, sind wir eigentlich fertig. Genau, die Frage war noch, wie viel Speicherkapazität denn du für sinnvoll erachtest beim iPad? Ich meine, kommt immer darauf Ja. an, aber ich weiß, das ist immer so eine Frage, weil der Preis ist da ja natürlich ein großer Unterschied, ne? Ja, es ist so, dass ich, ich nehme das mal ganz kurz weg, ich will keine Daten rausgeben, ich bin jetzt gerade am Achso, ich habe es eh gucken. nicht eingeblendet im Moment. Ach, Ach jetzt habe ich so, dir noch okay. vorher. Hast du was hergezeigt? Ich bin so doof. Du Was? hast ja vorher was hergezeigt, wo du was probiert hast, aber das war eh nicht. Ja, weil ich einer anderen Ansicht bin. Aber ich glaube, das war nichts, was man hätte sehen müssen. Okay. Okay, also ich habe es nur geschafft, dann mein komplettes Bild in komplett schwarz einzufärben, was das Gegenteil dann von dem nur weißen ist. Wo ist denn jetzt nochmal mein Speicher?
Speicherplatz hinzufügen. Also ich habe tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wo es ist, ich habe tatsächlich über 250 MB Speicher. Und es ist tatsächlich auch eine Frage, wo ich sehr häufig nachgefragt werde, was ich für sinnvoll erachte. Also grundsätzlich ist bei mir der Speicher nicht komplett voll und ich habe unglaublich viele Procreate-Dateien drauf auf dem Teil. Ich habe aber auch Videos, die ich selber schneide, drehe, sind mit da drauf. Videos, Anleitungsvideos, die ich mir aus irgendwelchen Online-Kursen mal komplett runtergeladen habe. Es sind sehr viele Hörbücher drauf, es sind normale Bücher mit drauf. Also mit 250 bin ich richtig gut versorgt. Viele nehmen etwas kleineren Speicher und arbeiten und haben dann irgendwie einen Online-Speicher oder schieben Sachen dann auf den Rechner. Das mache ich auch regelmäßig. Und dadurch ist es, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Dateien ich drauf habe. Aber was man grundsätzlich beachten muss, ist, dass Dateien eher größer werden als kleiner. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Bild haben mit 3 GB, dann war das vor 10 Jahren vielleicht noch gar nicht möglich mit den technischen Fähigkeiten. Und da war das Bild nur 1 GB groß. Und die Dateien, denke ich, werden im Laufe der Zeit immer größer. Das heißt, wenn man jetzt ein funkelnagelneues iPad kauft, würde ich tatsächlich etwas größer gehen, als ich das eigentlich brauche. Danke, das ist ein guter Rat. Und das Krönchen hat den Fehler gefunden. Gut. Sie hatte die Deckkraft der Ebene nicht auf 100%. Ah, okay. Aha, ja, cool. Ja, also Gut. danke, dass Sie uns aufgeklärt haben. Interessant. Dann kommen viele Dankesendungen, Nachrichten, viel gelernt, Spaß gemacht. Das iPad kommt gleich mit in den Garten und dann werden Wale gezeichnet. Ah, vielleicht wolltest du es ja auch posten. Jedes Mira, das nächste Mal ist mir vorbereitet. Hashtag. Weil die Verlinkungen fände ich so schön, die werden ja einfach, es muss ja nicht das Geplottete sein, sondern einfach euer Wal, wenn er fertig gezeichnet ist, ein Bild, JPEG speichern und als Feed-Datei hochladen. Wäre doch total genial. Ja, lass uns mal ganz kurz. Ja, was nehmen wir für ein Hashtag? Sollen wir einfach Miriam und Miriam oder M&M mit oder das könnten wir dann auf ewig behalten, wenn du wiederkommst oder irgendwas, was wir dauerhaft verwenden oder Plotten Procreate oder ich habe keine Ahnung. Es wäre schön, wenn ihr das natürlich hoch M&M Wahl kommt da gerade als Vorschlag. Ja, M, das und dann als ausgeschrieben, weil dann steht da nämlich Mund. Mund M. Mund M-Wahl. Miri hoch 2 ist auch ein Vorschlag. Ja, finde ich gut. Ja, dann lass mal es. Okay, dann schreibe ich das für alle rein. Miri hoch 2, danke. Ja. Miri hoch 2. Zack, ist als Hashtag drinnen. Also wenn Hoch ihr 2 da uns verlinkt, Miri hast du hoch 2. als Miri hoch oder die Zahl 2 oder ZWEI? Achso, nee, ich habe die Zahl 2. Gut, okay. Miri hoch 2. Und jemand hat sogar schon hat uns schon verlinkt, schon was gepostet, werde ich gleich schauen gehen. Und ich freue mich wirklich, wenn da viele Wale kommen und wir da ganz tolle sehen. Ich reposte auch gern in meiner Story von euch. Das mache ich sehr gerne. Und wie gesagt, wer halt noch nicht uns abonniert hat, Miri findet man unter Procreate-Lernen. Das könnte ich jetzt noch ganz schnell am Ende quasi als Werbeschaltung nochmal einblenden. Gerne, Hier. gerne. Procreate-Lernen, ich hoffe, man kann es überhaupt lesen. Das ist der Account von der lieben Miri und mich findet man unter Plottertante, zeige ich auch noch her. Natürlich auch gerne mich abonnieren und nichts verpassen, was wir so machen, gell? Genau. Ja, wer mit mir nähen und plotten will, morgen am Abend habe ich ab 20 Uhr ein Live mit der Dodo von Schwaber und wir machen wieder so ein Kissen, wie das sieht man jetzt gerade nicht. Da sieht man auch das X von Relax. Also wir machen im Design Space, man anhand von Offsets erstellen wir uns eigene Schnittmuster. Miriam schneiden dann Stoff aus und plotten das dann mit entweder einem Wort oder mit einer Datei und morgen nehmen wir eine Datei und plotten und nähen. Wer Lust hat, ab 20 Uhr kann das. Ja, cool. Ja, und wir sprechen einfach, wann wir vielleicht mal wieder was machen. Und meldet euch noch bei der Challenge an, die startet jetzt. Die wird, glaube ich, richtig klasse von der Miriam. Kann ich auch noch mal hier einblenden. Die Challenge. Ja, und schickt uns gerne noch Fragen, die ihr habt oder Wünsche für das nächste Live. Genau. Perfekt. Hier noch mal der Link zur Challenge.
Wer sie noch nicht angemeldet hat, wie gesagt, ich poste es gleich im YouTube-Video auch in die Beschreibung. Und Miri hoch 2 ist der Hashtag, den tue ich gleich auch dazu in die Beschreibung, damit das jeder nochmal findet. Super. Also ich sag vielen lieben Dank, Miri. Miri, es geht mir so schwer über die Lippen, echt. Also ich, Miriam, echt? Ja, ich weiß nicht warum. Das ist, aber ich hatte das schon mal auch mit jemand anderen, da hat sie gesagt, ach, sag doch Melli. Und ich sage aber Melanie, aber ich gewöhne mich dran. Ja. Das ist irgendwie Miri zu sagen. Okay. Ah, da kommt nochmal die Frage von der Anna, wer gewonnen hat. Die Gewinner haben wir am Anfang schon genannt. Ja. Aber wir können sie nochmal wiederholen. Ja, das ist Ziegler.Annika. Die hat den Kurs gewonnen. Und die Dateien Adrenalin, Malamü und Maria-Zangerl. Genau. Und die liebe Miri schreibt aber alle auf Instagram an und hinterlässt eine Nachricht, dass sie gewonnen hat. Genau. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und bis ganz, ganz bald. Und dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und Ideen und auch bis ganz, ganz bald. Genau, ich habe zu danken. War wirklich sehr nett. Ja. Tschüss.